Ja, Kasan, inzwischen sind wir es ja schon fast gewohnt, dass Heimspiele mit unserer Beteiligung eine wahre Achterbahnfahrt sind. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich glaube, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Wir tun uns wieder schwer, ins Spiel reinzukommen. Und ich glaube, Aalen kriegt mehr, also auf jeden Fall schneller einen Faden, roten Faden hin, an dem sie sich entlanghangeln können, machen dann zwei Tore und dann laufen wir wieder hinterher. Und ja, es ist wie immer in dieser Saison, dass wir nicht abgeschlagen sind, dass wir wiederkommen. Und auch wenn es nicht in der ersten Halbzeit war, man kommt in die zweite Halbzeit und weiß, hier muss nur der Anschlusstreffer fallen. Und dann sind wir wieder da. Das zieht sich ja irgendwie wie so ein Muster durch die letzten Spiele, dass die erste Halbzeit relativ schwach ist, auch verloren geht und dann die zweite Halbzeit umso stärker. Woran liegt das, dass ihr von Anfang an nicht schafft, die Leistung auf den Platz zu bringen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu erklären. Es hat, glaube ich, auf der einen Seite was mit dem Kopf zu tun. Ja, follow us! Auf der Seite mit Kim Sané. Nein, ganz schwer zu erklären. Wenn wir wüssten, woran es liegt, dann würden wir es jede Woche abstellen. Ja, aber viel wichtiger ist halt, dass wir dann zurückkommen und viel stärker halt zurückkommen. Ne? Wir können ja dann nicht nur ein Unentschieden holen, sondern gewinnen dann die Spiele zum Großteil auch. Deswegen ist eine brutale Qualität, die wir da haben. Jetzt beweist ihr ja schon wieder eine enorm starke Moral, kommt erneut zurück, dreht das Spiel und gewinnt am Ende. Wie macht ihr das? Also andere Mannschaften würden wahrscheinlich auf Schadensbegrenzung gehen. Ihr dreht das Spiel und gewinnt am Ende und belohnt euch. Ja, ist halt das Gefühl, was man dann hat. Ne? Ich glaube, im ersten Spiel muss man dann gucken, dass man vielleicht einen Punkt mitnimmt. Aber es waren jetzt so viele Spiele dabei, wo wir dann so viel positive Energie hatten, wo du einfach dann das Selbstvertrauen hast, zu sagen, nee, wir spielen hier zu Hause im letzten Spiel vor der Winterpause. Keiner muss hier irgendwelche Körner sparen für die nächste Woche, sondern wir haben jetzt lange Pause und können alles rausholen. Von daher war schon klar, dass wir auf Sieg gehen. Big Points jetzt im letzten Spiel des Jahres. Wie fällt insgesamt dein Fazit der Hinrunde und der ersten zwei Spiele der Rückrunde aus? Ja, auch mein erstes Regionalliga-Jahr. Deswegen, ich kann jetzt bestätigen, dass man erstmal in so einer Liga ankommen muss. Und solche Spiele zu drehen, das schafft man nicht von Anfang an, sondern es ist schon ein anderes Kaliber als Oberliga. Aber ich würde sagen, wir haben ganz gut die Kurve bekommen und jetzt auch noch zum Schluss gut Punkte gesammelt. Und glaube ich, eine gute Ausgangslage für den Start des nächsten Jahres gemacht. Auch dank der Punkte heute wart ihr nach wie vor den Abstand auf den Nicht-Abstiegsplätze. Was spricht für euch? Warum hält SGW die Klasse am Ende? Ja, genau wegen solchen Spielen, weil wir einfach die Moral haben, weil wir bis zum Schluss fighten und keinen Gegner, egal ob es hier Münster oder Aalen ist, wir können gegen jeden mithalten und mit ein bisschen Glück an manchen Tagen holen wir auch die Punkte. Aber ich glaube, das hier heute hatte nichts mit Glück zu tun. Ich glaube, das ist schon verdient hier heute, was passiert ist. Absolut. Feiert schön. Danke, danke. Hallo von mir, Dennis. Glückwunsch zum erneuten Sieg. Glückwunsch erneut, dass ihr ein Spiel gedreht habt. Wie hast du das heute erlebt? Ja, wir haben die erste Halbzeit, denke ich mal, verschlafen, wie vielleicht öfters auch schon in dieser Saison. Ja, ich weiß nicht, was in der Hinrunde los war, wo der Wurm da tatsächlich drin ist, dass wir in der ersten Halbzeit immer den Rückstand hinterherlaufen. Aber ich muss sagen, Respekt an die Fans, an die Mannschaft, an das ganze Stadion. Ich glaube, wir sind jetzt endlich wieder da und wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können. Und dass wir zurückkommen können, beweisen wir, glaube ich, jede Woche aufs Neue. Ganz wichtig war heute auch mal wieder dein Tor, wieder vom Punkt, wieder eiskalt in dem Winkel, wo er nimmst du auf gut Deutsch gesagt die Eier, denn jedes Mal dort so mit Vollspann im Winkel zu hauen. Ja, also jeder, der hier ins Stadion kommt, weiß, glaube ich, dass ich sehr selbstbewusst bin, dass ich mit dem Ball nehme und auch natürlich jeden schießen will und den da reinwichsen will. Und dass das jede Woche klappt, ja, umso schöner, ne, dass das Ding da zappelt. Wie fällt für dich persönlich das Fazit dieser Hinrunde und der ersten beiden Spiele der Rückrunde aus? Ja, ich muss sagen, super. Ich meine, das Spiel gegen Münster war hervorragend. Haben wir Pech, dass wir das Ding noch kriegen. Heute kommen wir wieder zurück, nehmen die Punkte, die auch sehr, sehr wichtig sind für uns, um nach der Pause wieder gut einzusteigen. Ja, und persönlich kann ich mich, glaube ich, mit den Toren nicht beklagen. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, ihr habt die erste Halbzeit schon wieder verschlafen. Hast du irgendwie eine Erklärung dafür, dass der erste Durchgang immer etwas schwacher ist und dann im zweiten Durchgang umso mehr die Mannschaft performt? Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr auf dem Punkt sind wie in der ersten Halbzeit. Dass wir es in der ersten Halbzeit vielleicht auch manchmal nicht so konsequent ausspielen wie in der zweiten, da wo wir wirklich jeden Ball hinterhergehen. Ja, also man kann schon sagen, dass Wattenscheid in der zweiten Halbzeit in der Hinrunde auf jeden, und jetzt auch die Spiele der Rückrunde auf jeden Fall stärker ist als wie in der ersten. Wann erleben die Fans hier im Lohheide-Stadion immer wieder ein Spiel ohne Herzinfarkt? Ja, ich glaube, da werden wir nach der Pause für sorgen, damit wir auch mal zu Null spielen, gerade auch für unsere Torhüter. Und, ja, und dann habe ich mir den Elfer einfach genommen und habe ein Ding im Winkel geschossen, so wie immer halt. Ja, ich denke, dass wir nach der Pause auf jeden Fall ein bisschen ruhiger hier in der Lohheide spielen werden, damit die Fans auch mal ein bisschen beruhigter nach Hause gehen. Wir wollen es hoffen. Ich danke dir, Dennis. Gerne. Ja, herzlich willkommen im Pasternak-Stübchen. Ja, zu einer ereignisreichen Partie, die Pressekonferenz. Ja, das Ergebnis war 4:3 für die SG Wattenscheid 09.
haben 1039 Zuschauer das Spiel verfolgt. Und die Torfolge, so jetzt können sich alle noch ein bisschen zurücklehnen, das waren sehr viele. Das 0:1 von Kevin Kahlert in der 16. Minute, das 0:2 von Day in der 41. Minute, das 1:2 von Meyer in der 55. Minute, das 2:2 von Lerche in der 61. Minute durch einen Foul-Elfmeter, das 3:2 durch Kim Sahne in der 63. Minute, das 3:3 wieder Kevin Kahlert in der 77. Minute und das 4:3 war ein Eigentor in der 79. Minute. Ich begrüße recht herzlich Andreas Golombek, alter Bekannter hier in Wattenscheid. Wenn ich mich recht entsinne, 94 bis 96, ist das richtig? Oder 95 bis 96? So in dem Dreh. Ja, genau. Hat er bei uns gespielt. Insofern herzlich willkommen und ich gebe das Wort direkt an dich. Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Das ist immer so, wenn man natürlich gewinnt, dann ist jeder Gegner herzlich willkommen, das weiß ich. Ja, zum Spiel erstmal Christian und seiner Truppe natürlich Glückwunsch zum Sieg. Ja, das gehört sich so, wenn eine Mannschaft gewinnt. Zum Spiel muss ich sagen, beide Mannschaften standen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und jeder wusste, dass das Spiel unheimlich wichtig ist. Um nicht ganz unten reinzurutschen, für Wattenscheid noch mehr, um nicht irgendwo abgeschlagen zu werden. Und deswegen war da schon Brisanz drin. Und ich habe gesagt, das ist ein 6-Punkte-Spiel und man muss mit dem Druck auch klarkommen. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingekommen. Ich glaube, dass wir die erste Halbzeit auch die bessere Mannschaft waren. Wir haben einmal den Pfostenschuss ganz am Anfang ein bisschen Pech gehabt. Dann haben wir die beiden Tore gemacht mit 2 Kopfbällen, einmal Kahlert und Day. Eine Chance hatten wir, wo Kahlert den Ball verlängert. Da hätte es vielleicht dann klingeln können. Der Tor wird sehr gut gehalten, aber sonst kann ich mich nicht an so viel erinnern. Und dann gingen wir mit 2-0 in die Pause und haben eigentlich gedacht, so auswärts 2-0. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, was dann zu tun ist und zu lassen ist. Da ein Risiko zu gehen, erstmal abzuwarten, den Gegner kommen zu lassen, 20 Minuten überlegen und dann kommt der Gegner mit Mann und Maus und dann kommt der Mann und macht das 3-0 und dann ist die Sache erledigt. So war es aber dann nicht. Wir spielen weiter Fußball, obwohl ich gesagt habe, nein, wir brauchen die Fußballspiele, wir brauchen nur die Null halten. Und wir spielen eben in die Kette rein, wir kriegen den Konter, steht 2-1. Dann das gleiche wieder. Da gibt es einen Elfmeter da an der Seite. Ich habe auch gerade diskutiert, ich möchte auch nicht sagen, es ist keiner, aber es ist einer, weil ich bin einfach zu weit weg. Aber ich denke, wenn er am Eck, 16er Eck, muss man sich einfach anders verhalten. Gut, fallen dann beide hin, Schiedsrichter pfeift, können wir auch nicht ändern. Da steht 2-2. Und dann wissen wir natürlich auch, dass Samir ein Riesentempo hat, geht auf seinen starken rechten Fuß und kommt dann ins lange Eck. Auch da, das haben wir alles besprochen, muss ich eben diese Seite zumachen, vielleicht auch nur 1-2 Meter Abstand haben, dass er mich nicht überläuft. Und trotzdem hört die Mannschaft nicht auf, sie hat ihn einfach diese Fehler verarbeitet. Eine Standardsituation, Karl macht das Ding wieder. Und dann kriegen wir eben noch ein Tor. Eigentor, gut, ist ein bisschen unglücklich, aber der Platz, der springt vielleicht schlecht auf. Ich kann ihm auch gar keinen Vorwurf machen. Mhm. Nur es ist natürlich kacke. Wenn man so ein wichtiges Spiel gerade vor der Pause verliert, kann man natürlich jetzt nicht glücklich sein, wenn man macht ein Scheißspiel mit in die Winterpause. Für euch ist das ein bisschen angenehmer. Aber wir werden nicht aufhören. Ja, ich habe auch viele, viele gute Sachen gesehen. Wir haben eine sehr gute Fußballmannschaft, wir haben heute Tore geschossen. Nur wir müssen einfach aufhören, den Schöner zu sterben. Und das war ja auch in der Vergangenheit so, dass die Mannschaft einfach viele, viele Fehler gemacht, weil sie in Schönheit stirbt. Ja, wir müssen nicht schön spielen, wir müssen einfach nur noch erfolgreich spielen. Und darüber werden wir reden. Trotzdem nochmal Kompliment an Wattenscheid, weil das war ja nicht nur bei uns, das war gegen Düren so, das war gegen Münster so. Also die Truppe hat totalen Charakter, hört nie auf. Und das habe ich auch gesagt. Ja, sauber. Dass man gegen auch, wenn man 2 oder 3 führt, hier nie aufhören darf, Fußball zu spielen oder besser zu kämpfen. Weil die Mannschaft also schon in der Vergangenheit gezeigt hat, sie steht immer wieder auf. Heute hat es das sogar mit einem Sieg belohnt. Erstmal gegen Münster war es ganz, ganz böse, wenn man 4-4 rankommt und in der 96. noch ein Tor kriegt. Aber Fußball kann grausam sein. Heute war es für uns ein bisschen grausamer. Und trotzdem, ich wünsche der SG Wattenscheid alles Gute, ja, dass ihr in der Klasse bleibt. Wir werden das Spiel verdauen müssen. Wir werden darüber sprechen und hoffen natürlich auch, in dieser Klasse zu bleiben und dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hier sehen. Ganz herzlichen Dank. Thank you.
Danke für deine ehrlichen Worte. Ja, ich gebe das Mikro direkt weiter an Christian. Deine Worte zum Spiel. Ja, irgendwie ist es ein kranker Scheiß, den wir immer und immer wieder auf die Beine bringen. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, mit einem Puls von ungefähr 380 dann ruhige Worte hier zu finden. Am Ende ist es so, dass wir unsere Herangehensweise für heute ganz klar definiert haben, haben ganz klar gesagt, wir müssen gar nichts, weil man hört ja, ja, jetzt Aalen und da müsst ihr und dieses und das und jenes. Wir haben gesagt, wir müssen gar nichts. Wir müssen einfach zusehen, dass wir am Ende ein erfolgreiches Spiel absolvieren. Und die Herangehensweise sollte eigentlich sein, dass wir zur Halbzeit, jetzt haltet euch fest, wir wollen nicht zurückliegen. Verdammt gute Idee, also muss ich den Trainer auch für loben, aber hat nicht ganz geklappt. Wir haben uns durch individuelle Fehler wieder selber in Schwierigkeiten gebracht, haben wir dann auch in der Halbzeit gesagt, und so ehrlich muss man jetzt auch mal sein, hier waren wie viele Zuschauer, was hast du gesagt? 1039. Okay, fassen wir mal zusammen, 1039 Zuschauer, ungefähr 30 Mannschaft und Staff von Aalen sind wir bei 1069. Dann unsere Ein- und Auswechselspieler, dann bist du ungefähr bei 1080. Ich sage mal, 1080 Leute haben damit gerechnet, dass Wattenscheid 09 zur Pause wechselt, weil es wäre eigentlich richtig gewesen. Ich glaube, jeder hat gedacht, als wir so wieder rauskamen, der ist bekloppt, ist der Wind. Und das habe ich den Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Keiner wird verstehen, dass wir jetzt nicht wechseln. Und manchmal ist Fußball echt seltsam. Ich habe den Jungs gesagt, ihr habt scheiße gespielt und das hatte mit Regionalliga-Fußball auch nichts zu tun. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch wenn ihr sie nicht verdient habt, es in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Das war ungefähr unsere... So richtig wohl fühle ich mich damit den Jungs, die draußen waren, gegenüber nicht. Die angefangen haben, haben dann bestätigt, dass sie zu Recht angefangen haben. Und ja, so ist Fußball manchmal. Was ich natürlich ganz klar sagen muss, ist, dass wir uns wirklich niemals unterkriegen lassen. Das ist eigentlich ganz egal, wie es steht. Wir die Chance haben, zurückzukommen. Und wenn wir dann anfangen, wirklich unseren Fußball zu spielen, die Gedanken hinten anzustellen, dann kann man sich das sogar auch teilweise ganz gut ansehen. Unsere Aufgabe als Trainerteam wird es ganz klar sein, das so in den Griff zu bekommen, dass wir nicht immer nur eine Halbzeit Fußball spielen. Das ist ein ganz klarer Auftrag an uns. Ich werde mir über Weihnachten ein paar Bücher kaufen, mal ein bisschen lesen und vielleicht finde ich ja die passende Lektüre, um das abzustellen. Dann ansonsten euch allen frohes Fest und guten Rutsch. Danke für diese wahnsinnige Unterstützung. Danke für die offenen, ehrlichen Worte, auch bei dir. Ja, ich gucke mal in die Runde. Möchtet ihr Fragen an die Trainer richten? Sieht nicht so aus. Gut. Ja, dann wünsche ich allen eine schöne Winterpause. Feiert schön, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns vielleicht im Februar wieder. Macht's gut.